passt auf. Hier ist der Schnellläufer auf seiner Sturzbahn zur Erde. Hier stehen wir ungefähr. Bezeichnen wir die äußerste Linie mit A, die mittlere mit B und die dem Planeten zunächst gelegene mit C. Erreichen wir die A-Linie, heißt das für Hasso Hyperspace-Geschwindigkeit. Linie B, schlafende Energiereserve. Linie C, schlafende Plusmontor. Im selben Moment, wo wir die C-Linie mit dieser Geschwindigkeit durchstoßen, setzen wir 15 Antimateriebomben auf die Sturzbahn des Planeten und verlassen die Gefahrenzone. 10 Sekunden vor der Kollision des Planeten mit unseren Antimateriebomben zünden wir. Wenn bei dieser Explosion das verdammte Ding nicht in Stücke geht, dann bin ich leider mit meinem Latein zu Ende. Welchen Kurs nimmt die Orion nach der C-Linie? Wir drehen auf die Sturzbahn des Planeten ein und versuchen mit dem Rest der schlafenden Distanz zu gewinnen. Fürchten Sie nicht, dass wir bei dieser ungeheuren Belastung in eine kritische Situation kommen? Natürlich, aber was soll ich tun?